Hui. Ja. Oh. Da wünscht sich jemand wohl, so frei wie ein Vogel sein zu können. Ohne diese blöde Schule. Ohne diese blöden Pflichten. Ohne diese blöde, blöde Welt, die nur von Krieg beherrscht wird. Und dafür frei zu sein, wie ein Vogel über die Köpfe aller hinweg zu fliegen. Ja, das wäre schon was. Und da ist er sicherlich nicht der Einzige mit diesem Wunsch. Was war das denn bitte? Hat da etwa jemand etwas zu viel gelesen? Ja, es ist Zeit für die Schule, würde ich mal fest behaupten. Die Eltern sind auch schon ausgewandert. Schön brav Zähne putzen. Und wir kriegen wieder eine Notiz. Ja. So, was geht mit der Musik gerade? Oh, cool. Endlich konnten wir uns das mal anschauen. Da hat jemand wirklich den Wunsch, ein Vogel zu sein. Zumindest so frei wie ein Vogel. So, den Rucksack noch eingepackt. Und dann können wir auch losgehen, nachdem wir noch ein bisschen was zu essen uns reingepfiffen haben. Ist das ein Pilz gewesen? Okay. Wir sollten also nicht verhungern, das habe ich schon gesehen. Und okay, es soll regnen, wir müssen uns einen Schirm mitnehmen. Wo ist der Schirm? Da ist der Schirm. What? Das war aber das letzte Mal noch anders. Wow! Tja. Die Fantasie von dem Kleinen ist aber echt grenzenlos, habe ich so das Gefühl. So, und diesmal aber kein Fauxpas machen. Mit einem Papierflieger wollte ich gerade noch sagen, aber einfach ein Pennen im Unterricht ist genauso schlecht, behaupte ich jetzt mal. Vor allem, wenn man nicht mal die Schulglocke hört. Komm schon! Oh oh. Das gibt Ärger. Da wurden wir gerade dezent aus dem Unterricht befördert. Und zwar per Fußkick. ja. Dann gehen wir mal wieder in Richtung des Schulhofwaldes. Tja, unsere Mutter hatte recht. Es regnet. Ach ja, einfach mal so wieder in eine Pfütze springen. Einfach um wieder alle klitschnass zu machen.
Ach, ist das schön. Diese unbeschwerten Kindheitstage. Die werden so schnell nicht wiederkommen. Vor allem nicht in unserer aktuellen Gesellschaft. Aber ich will ja gar nicht zu sehr herumgegangen. Ist das schön. So eine Müll-Mülltonne. Eine weitere Pfütze. Hui. Ich kann mir nicht helfen, auch ohne Dialoge. Diese Spiele sind so schön gemacht. Da wird gerade ein Vogel gejagt von einem Waschbär, Dachs, whatever. Verschwinde! Puh, da haben wir den Vogel ja gerade noch so gerettet. Aber der konnte nicht wegfliegen, weil es die ganze Zeit geregnet hatte. Hm? Lag's wohl daran, Kumpel? Jetzt ist es wieder trocken. Na komm. Darf ich mich dir nähern? Du brauchst doch keine Angst zu haben. Komm her. Ich tue dir doch nichts, Vogel. Ich nähere mich dich ganz langsam. Nein, ich will doch zu dem Vogel. Ich darf nicht, okay. Gut. Dann. Alter. Das war. Rechtzeitig. Und der Vogel hat sie in seinem Rucksack versteckt. Aber das haben wir wohl nicht mitbekommen. Tja, schade, wo der Vogel nur hin ist. Dann lasst uns mal nach Hause gehen. Zu unseren Eltern. Und ihnen mal so erzählen, was wir heute alles so... erlebt haben. Hallo Vogel. Ach, ist das nett. Tja. Okay. Irgendetwas Komisches läuft hier gerade. Wir kommen tatsächlich zu... okay, eine Tierklinik. Um unseren Vogel verarzten zu können. Der hat sich anscheinend doch ein bisschen mehr getan, als nur einen Schrecken eingeholt. Aber irgendwie ist da wohl keiner da. Was machen wir denn da bloß? Ich fürchte, wir müssen einfach mal weiterschauen. Ob wir hier hinten vielleicht irgendwo was finden, was uns weiterhilft. Außer eine Klippe. Vielleicht ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, uns einen Vogel einfach eine Klippe runterzuschmeißen und zu schauen, ob er noch fliegen kann.
Tja. Und so kommen wir dann doch wieder nach Hause. Vielleicht kann unsere Mutter ihm ja helfen. Oder was weiß ich. Oh. Sei leise. Hier dürfen eigentlich keine Tiere rein. Okay. So, schau weg. Danke. Lalalalala. Nein, du hast auch nichts gesehen. Sei leise, Vogel. Das letzte Mal war eher creepy und wir haben den Schritt auf zur Seite gemacht. Diesmal sieht es mal andersrum aus. So, ist gut gegangen. Ich fürchte so, dass diese Türen gleich eine Falle für uns darstellen können. Ja. Mit Ansage, meine Freunde, mit Ansage. Ist das letzte Mal schon so spartanisch vorgekommen. Ja, nicht spanisch, spartanisch. Verwirrung. Nein. Das ist so cool gemacht. Ja, ganz ruhig, wir sind gleich da. Was ist denn los? Zuerst ins Bad. So. Was sollen wir hier jetzt? Ich will nur da runter. Ich muss das Licht anmachen. Ich dachte, das Ding blinkt nicht hier in der Wand, sondern vorne. Egal. So, wieder eine Notiz von unseren lieben Eltern. So, hier vielleicht mal die Schränke durchwühlen. Vielleicht finden wir irgendwo einen Verbandskasten oder sonst was, um dem Vogel irgendwie zu helfen. Was auch immer der hat. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Der wird wahrscheinlich nur einen Schrecken haben und oder... Ach, keine Ahnung. So, ein Fernseher. Den brauchen wir jetzt allerdings nicht. Dann gehen wir schleunigst in unser Zimmer und legen die Notiz mal wieder beiseite, ohne sie gelesen zu haben. Wobei ich, nein, die doch gerne lesen würde. So. Ich sehe den Fall schon. Vielleicht kann man hier nur irgendwas noch mitnehmen. Aber es sieht wohl nicht so aus. Wir haben das Fenster aufgemacht. So. Jetzt bist du in Sicherheit, mein Freund. Ja. Abdocksfenster. Auf den Balkon. Ah. Hey. Bist du süß. Na komm. Ja. Die unendlichen Weiten. So, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß gerade nicht ganz. Vielleicht. Okay. Ach. Das sollte ein Glas Wasser darstellen. Sorry, gleiches wie bei To The Moon. Ich nehme das in einem 640x480 Fenster auf. Das ist für mich extremst klein.
deshalb habe ich ja ein bisschen Schwierigkeiten, solche Dinge erkennen zu können. Na, jetzt komm her, das ist bestimmt Durst, mein liebes Vögelein. Komm, ich geh mal rein, dann kannst du deine Ruhe hinfliegen. Ja. Schau, ich tu dir doch nichts, ich helfe dir doch.